So, endlich weg hier. Okay, pass auf. Hat echt was, dieser Ort. Auf eine schmierige, abstoßende Art. Das ein Seitensprung? Meinst du, Fingers hat sie? Glaubst du, wir finden sie da? Wie? Wenn ich hell sehen könnte, wäre ich jetzt kein abgewichster Geist im Kopf von einer wandelnden Leiche. Hast deine Meinung zu Puppenhäusern wohl nicht geändert? Oh, das habe ich. Früher hätte ich sowas nicht mal mit der Kneifzange angefasst. Heute würde ich am liebsten alles eigenhändig kurz und klein schlagen. Der hat auch eine gute Seite, ne? Ja, Kumpfart für die Seele. Er ist schon ein Dieb. Was, warum? Ach so. Du hast was versucht und das ging schief. Und jetzt bist du völlig fertig. So findest du Hellmann nie. Ach, fuck! Wir fallen auseinander. Was ist das? Relic Fehlfunktion? Nein, verdammt. Scheiße, was willst du eigentlich von mir? Es geht alles zu langsam. Du gehst noch drauf, ehe wir wissen, wie du den Chip loswirst. Hast selbst gesagt, du willst mich tot sehen. Seitdem habe ich dir doch wohl klar gemacht, dass das nicht mehr so ist, oder? Ich will, dass du am Leben bleibst. Du bist durchgeknallt, Herz. Ich finde keine Worte, die beschreiben, wie verrückt du bist. Ich brauchte nur eine ruhige Minute zum Nachdenken. Hab eine zweite Chance gekriegt und die werde ich nicht verstreichen lassen. Was für eine Chance. Das Leben in voll diese Klinge an seinem Ellbogen wäre ziemlich unangenehm zu nutzen. Oder was auch immer das ist. Um zu beenden, was ich angefangen habe. Ich bin zurück und Saka muss weg. Dafür brauche ich dich. Ich würde lachen, wenn es nicht so wehtun würde. Hör zu. Ich weiß gewisse Dinge, die uns helfen könnten, dein Leben zu retten. Du wirst den Chip los, ich hau Saka eine rein. Win-win. Wir brauchen den Soul Killer. Und wir kommen über Mikoshi an ihn ran. Den was? Okay. Also was genau ist dieses Mikoshi eigentlich? Eine Person oder nicht? Okay, von vorn. Wenn du verlinkt und im Net unterwegs bist, kann Arasaka dich frittieren und mit Soulkiller deine Psyche, Verstand und Seele fangen. Und? Kannst du noch folgen? Ja, hab die Erinnerung gesehen. Haben dich schön dran gekriegt. Okay, wir haben scheinbar noch was zu bereden. Aber das muss jetzt warten. Also, wenn dich Soulkiller frittiert und röstet, stirbst du zwar, aber dein Verstand wird vorher in ein Engramm kopiert. Sicher. So bist du zum Konstrukt geworden. Genau. Mikoshi ist der Ort, von dem aus Soulkiller agiert. Wo die Engramme gespeichert werden. Okay. Und was hat Mikoshi nun mit meinem Chip-Problem zu tun? Ist nicht gerade die hellste Birne im Lampenladen. Wollen den auf einen anderen Chip kopieren, damit das... Vor 50 Jahren war Mikoshi der einzige Ort auf Erden, wo man am menschlichen Verstand operiert hat. Heute bestimmt immer noch. Ich sag's dir, dort wird alles enden. Du bringst dein Ding zu Ende und ich meins. Und wie willst du Arasaka diesmal fertig machen? Noch ein atomares Ass im Ärmel? Ja, nur diesmal heißt es Alt Cunningham. Sollte ich den Namen kennen? Noch nicht. Erst wenn wir haben, was wir suchen. Okay. Wir
Wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen nach Mikoshi. Du hast was? Du hast um 9 eine Flasche Cola in die Tiefkühle getan. Und die ist jetzt recht hart. Besser hart als geplatzt. ja. Okay, wieder da. Schieß los. Hey, wie? Hörst du mich? Laut und deutlich. Schrei nicht so rum. Was gibt's? Ich mache einen kleinen Wettbewerb. Schießen, Preise und so. Also hier in der Anlage. Naja, das klingt doch logisch. Mhm. Und? Bist du am Start? Klar. Bin dabei. Wann? Naja, jetzt. Wir warten auf dich. Bis gleich. Der Laden ist bis zum Ende des Wettbewerbs geschlossen. Macht mich auch nicht gerade glücklich. Ja. Aber... Oh je. Oh je, oh je. Einen wunderschönen guten Abend. Let the emotes roll. Jetzt, yes, let it roll, let it flow. Herzlich willkommen zum ruhigen Cyberpunk. Wie geht's euch? Diese Kombination von Emotes ist sehr, sehr verstörend. Wer will denn einen Otter lecken? Wunderschönen guten Gorak. Wunderschönen guten Robbie. Wunderschönen guten Dark Shadow. Hallöchen. Oh, der Carlton Dance. Was habt ihr Feines gemacht? Ich mach doch grad gar nichts. Gerade mache ich gar nichts. Final Fantasy 7. Hallo. Was ein Clip. Okay. Der Clip hängt. Warum hängt der Clip? Das hat er bis jetzt noch nie getan. Warum hat denn der Clip gehangen? Ey, nimmst du die Waffe weg? Das ist mir noch nie passiert, ich schwöre. Aber wie faszinierend du da auch geguckt hast, ne? Ja, das kann jeder machen, was hin, ich weiß. Wir hatten gerade schon das Thema von einer im Tiefkühler hart gewordenen Cola-Flasche. Aber lieber hart als geplatzt. Und dann war schon die Aussage, dass das in anderen Dingen auch so ist. Aber herzlich willkommen, wir gehen gerade auf den Schießstand. In diesem Teil, ne? Mehr Vergnügen von Orphus. Enthält 330% der täglich nötigen Vitamindosis. 330%, das ist viel. News. Was ist denn so passiert? Willkommen bei den N54 News aus aller Welt. Ich bin Gillian Jordan. Wissenschaftler von Biodyne Systems haben einen Durchbruch im Kampf gegen Multiple Sklerose bekannt gegeben. MS ist eine der wenigen Krankheiten, die nicht geheilt werden kann, indem man betroffenes Gewebe durch Implantattechnologie ersetzt.
Experten bei Biodyne ist es gelungen, Naniten zu entwickeln, die durch eine Injektion ins Rückenmark konstante... Guck mal, die Wahlbeteiligung in Frankreich lag bei 0,3%. Die Kosten dieser modernen Behandlungstherapie werden mit um die 700.000 Euro Dollar pro Monat beziffert. Pro Monat? Ja, ist ja ein Schnapper. Hey, wie? Geht gleich los. Wenn du nochmal schiffen musst oder so, mach's jetzt. Nö, passt schon. Sehr aufmerksam von dir. Die Party kann losgehen. Naja, erstmal musst du dich an der Anlage aufstellen. Also, hopp, hopp. Mit meiner eigenen Waffe? Das ist ein... Aha. So, wie viele sind da? Nur 6? Du meine Fresse. Na, was soll's? Die Regeln sind einfach, okay? Ein Ziel taucht auf, ihr schießt drauf. Ganz egal auf welches. Ballert ruhig auf das vom Nachbarn, der mit den meisten Treffern an den Zielen gewinnt. Ah ja, nur Kleinkalibriges. Wehe, ihr spielt hier den Macker und holt eure Sturmwurmen und Raketenschleudern raus, verstanden? Der erste Preis ist eine Pistole. Aber eine echt gute. Absolutes Hammerteil, ich schwöre. Aber genug gelabert. Okay, wir speichern mal. Pistolen möchte ich immer haben. Da wird man ja bekloppt. Bereit? 3, 2. Hey, hey, was soll der Scheiß? Mann, was willst du mit der doppelläufigen? Nur Kleinkaliber. Meine Pistole ist wohl in der anderen Jacke. Und darum benutzt man ein Halfter. Ein Halfter. Und jetzt mach einen Abgang, Mann. Sofort. Ey, entspann dich, Tür. Na, Schrottflinte. Schlecksen. Bin ja schon weg. Schlecksen. Von die Säule. So ein Scheiß. Na gut. 3, 2, 1. Volle Konzentration. Das für ein Mist. 100! Brille vergessen? Sekunden! Zieh's durch, wie? Ja, ich bin nur erstaunt, wie oft man die Ziele treffen soll. Ah, geht doch nichts über den Geruch von rauchenden Colts. Stopp, Leute! Ende. Okay, das muss ich nochmal neu machen. Erster Platz, Rudy. Zweiter, wie? Nein, 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 nein. Ich, nein, Moment. War das richtig? Ich will die Pistole haben. Aber genug gelabert. Hat man ja bekloppt. Bereit? 3, 2. Aber ganz kurz, Gvorak, spielst du Classic oder Remastered Final Fantasy 7? Nur Kleinkaliber. Wahrscheinlich Classic, ne? Meine Pistole ist wohl in der anderen Jacke. Und darum benutzt man ein Halfter. Ein Halfter! Und jetzt mach einen Abgang, Mann! Sofort! Ey, entspann dich, Tschung. Einfach mal chillaxen. Bin ja schon weg. Chillaxen. Herren von die Säule. So ein Scheiß. Na gut. 3, 2, 1.
Sylvie! Schieß aufs Ziel, nicht die Wand! Sieht gut aus, Rudy! Hau sie weg! Halbzeit, Vee! Streng dich mal ein bisschen an! Was ist das für ein Mist, Lisa? Brille vergessen? Siehst durch, wie? Durch doch. Ah, geht doch nichts über den Geruch von rauchendem Holz. Stopp, Leute! Das war jetzt auf jeden Fall deutlich mehr als vorher. Erster Platz, wie? Ja! Zweiter, Rudy! Ihr restlichen Schielaugen könnt euch verpissen! Na los, verschwindet! Yes! Das Neue sieht für den alten Mann zu hektisch aus. Nice! Danke, Wilson. Wow! Schönes Ding. Mhm. Jupp. Yep. Hey, alles klar? Stimmt irgendwas nicht? Nichts ist okay. Gar nichts. Der Wettbewerb hat nichts gebracht. Hab kein bisschen verkauft. Dann solltest du deine Kunden vielleicht nicht als Schielaugen bezeichnen. Vielleicht, aber... Shit! Ein Schießeisen muss man respektieren. Wer nicht schießen kann, soll's lassen. Mach's gut, wie. Man sieht sich. Okay. Lexington X-Mod 3. Aha, wenig Schaden, viel Angriffstempo. Mhm. Ich bin weiterhin ein Freund von meiner Waffe. Die ist quasi gleich gut. Ist aber auch eine Powerpistole und keine Tech-Pistole. Mods. Verkauft er. Wo ist er? Also, muss, glaube ich, warten, bis er in seinem Kasten wieder ist, ne? Was stand da in Gelb? Wo? Ein besonderes Modell der Waffe, das zusätzlich noch modifiziert werden kann. Das optimierte Design ermöglicht außerdem eine leichtere Handhabung. So, ich würde gerne was kaufen. Lass mal dein Angebot sehen. Nichts lieber als das. Schrotflintenmod, Schrotflintenmod, Scharfschützen, Präzisionsgewehr. 5 Sekunden lang nach Ziehen der Waffe erhältst du kritische Trefferchance, Streuung. Tech-Waffenmod, Powerwaffenmod. Der Thermalschaden ist halt irgendwie praktisch. So ein bisschen zumindest. Langes Fernrohr. Ne, wir brauchen ein kurzes für die Pistolen. Handyman. Ein digitales, kurzes Zielfernrohr, das von einem der vielen Waffentechies in Night City in liebevoller Handarbeit hergestellt wurde. XC-10 Strix. Schalldämpfer. 150 Schaden im Stealth. What the fuck? Schadenverringerung.
Des Rückstoßes. Weniger Streuung. Mündungsbremse vorhanden. Bonus. Eins ist halt gut, aber würde dir, solltest du streamen wollen, Komplettlösung zumindest parat halten für den Fall. Nicht alle. FF16 kann ich nicht helfen. FF16, ist das mit den... Nee, das ist ganz neu, ne? Das ist das ganz neue, glaube ich. Der dicke Schalldämpfer. Powerwaffenmod. Ja, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall cool aus. So. Wir haben immer noch ein Level, was wir machen können. Das hier ist immer noch zu. Keine Ahnung, was es ist. Holen es einmal hoch. Schaden von Kopfschüssen und auf Schwachstellen. Ja, gerne. Bewegungstempo beim Ducken. Erstmal nehmen wir das. 10%, 20, 5. Ja, FF16 habe ich noch nicht gespielt. Okay. Ja, ich wollte es ja spielen. Aber ich will so viele spielen und habe so wenig Zeit. Es ist echt erschreckend, wie wenig Zeit man doch hat in seinem Leben. Arbeiten gehen ist irgendwie... Kostet mehr Zeit, als dass es Spaß machen kann. Echt, du Workaholic? Ja, du bist ja nicht besser. Du verbringst ja noch mehr Zeit mit Arbeiten. Wieso wurde mir denn jetzt ein Graffiti angezeigt? Witzigerweise wird mir, wenn ich hier bin, oben ein Graffiti angezeigt und sobald ich drinne bin, nicht mehr. Komisch. So. Da. Ich habe heute und gestern auch mit Arbeit und Vorbereitung verbracht. Montag geht gleich wieder Vollgas los. Das ist ja, dann hast du ein freies Wochenende. Das ist ja schon viel für dich. Ich gehe am besten direkt hier hin, weil das ist auf der anderen Flussseite. Ach, guck mal, frei. Er macht frei. So klingt das zumindest. Komische Geräusche. Wir ignorieren, was da gerade passiert ist, okay? Wir ignorieren das gerade mal.
dass der immer ans Lager geht. Wobei ich Donnerstag wieder mit der Arbeit angefangen habe. Ja, das hätte mich auch gewundert, wenn du 2 Wochen frei machen kannst. Da weißt du doch gar nichts mit deinem Leben anzufangen. Eigentlich gar nicht verkehrt. Ach, guck mal, ein BH. Unterkörper. Schuhe. Ja, bitte. Hey, Maelstrom hat ein Cyberpsychoproblem. Ich will ihn lebend, also gib dir Mühe. Und sei vorsichtig. Maelstromer sind auch ohne Psychose irre. Korrekt. Ich schaffe leider nur 1 Woche ohne schlechtes Gewissen. Oh je. So schlimm. So schlimm. Aber ich habe dich ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt und ja, ich kann mir das gut vorstellen. Schläft er da gerade? Reizende Nachbarschaft. Oh, Johnny. Sieht nicht gut aus. Da oben sitzt er. Ist das jetzt er? Oder da oben? Da oben sitzt ja auch jemand. Ne, der ist einfach nur Kultist. Was zum Fick? Doch er? Aber wer ist das da? Verrückt. Das ist verrückt. Das hatte ich auch noch nicht. Ja, die Verantwortung treibt einen immer weiter an. By the way, heute 16:30 Uhr kam ein Ticket für DG rein. Überlege schon, das morgen zu machen. Aber... Ich kann ihn nicht angreifen. Also, er ist ein Kopf drüber, aber ich kann nichts tun. Will was? War das jetzt Johnny oder warum? Jetzt gehst du mal auf Seite. Oh. Ekelhaft. Alles okay? Lilith hat den 10. Kreis vor den Augen der Ahnen verborgen. Lilith? Was Hölle ist das? Willkommen in Diablo? Ein mieses Gefühl wie... Ich sehe mich besser um.
Okay, hacke den Ritualsplitter. Okay, den muss ich also nicht. Ich habe eine nicht tödliche Waffe, ja. Ist das Lilith? Soll das Lilith sein? Wir lesen mal ganz kurz, was in diesem Tiefkühler sein soll. In kleine Stücke zerteilte menschliche Gliedmaßen und Eingeweide. Wo ist sie hin? Also ich frage dafür einen Freund, aber wo ist sie hin? Ja. Da steht neutralisiere. Also ich kann sie einfach abknallen, wa? Aua. What? Wenn die Waffe nicht tödlich ist, dann ja. Das ist meine nicht tödliche Waffe. Ich saß jetzt da hinten gerade drauf. Tja. Das wäre ihr Preis gewesen. Ja, das ist mir schon bewusst, dass ich nicht zu weit rausgehen darf. Aber wenn ich hier drin bleibe, macht die mich halt kalt.
Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie in der Gesellschaft. Die treffen aber auch einfach perfekt, ne? Es ist egal, was passiert, die trifft immer. Komm schon. Nächstes Magazin. Wieso steht da Johnny Silverhand? Das ist nicht Johnny Silverhand. Alter. Jetzt konnte ich die nicht hacken, weil da Johnny Silverhand stand. You suck! Gesellschaft. Ich sehe nichts, ich weiß nicht, wo sie ist.
Alter! Den habe ich noch nicht gehackt. Um den Ritualsplitter kümmere ich mich, sobald diese komische Tuse tot ist. Wie? Wir haben Gesellschaft. Ja, das Problem ist, dass sie immer so langsam aus ihrer Badewanne aussteigt. Praise the Sun Lord. Will jemand ein Händchen? Oh, Scheiße. Entschuldigung. Ansonsten. Kaputtes Auto. Gut, lies den Splitter. Das war doch irgendwie hier. War das hier? Nee. Das war unter J. Hier gab es. Wie war das nochmal? Neutralisiere die Bedrohung. Die Jungs haben alles vorbereitet, beschafft. Wie war das nochmal? Da. Sonstige. Hä? Splitter. Da. So, wir können schon mal nicht mit dem richtigen starten. Brauchen 55, also das auswählen. Dann haben wir hier die 55. 1C, also hier starten. 55, 1C, 1C, BD. Starten. 55, 1C, 1C, BD.
1 BD. Okay, also 1 BD. So. Ich habe mir unsere Einnahmen und Ausgaben für diesen Monat angeguckt und es sieht aus, als hätten wir seit unserer ursprünglichen Investition nicht schlechten Profit gemacht. Ich habe mit Frankie gesprochen, der Wache. Der meint, dass Glitter mit Paracetamol gestreckt die beliebteste Version ist. Außerdem hat er darauf hingewiesen, dass es in letzter Zeit vermehrt Versuche gab, ins Lagerhaus einzubrechen. Das klingt aber irgendwie wie ein falscher Splitter. Aber hab ich... Problem ist, dass einer von denen jetzt der Missionssplitter war. Urkunde. Ich habe schon viel zu viele Sachen aufgehoben. Aber was heißt? Habe ich den Splitter noch nicht oder was ist das Problem? Hier ist ja auch noch ein Würfel dran. Hallo. Tja. Euro Dollar. Kleinvieh macht auch Mist. Nein, der war der nicht in deinem Splittermenü. Das ist eine sehr lustige Aussage. Mein Splittermenü ist sehr voll mit ganz vielem Kram. Verschlüsselt ist aber nichts mehr. Und gelesen habe ich die jetzt auch alle. Und hier steht ja nicht, wie das Ding heißt. Da steht ja nur, hacke den Ritualsplitter. Das ist halt das Problem. Weil was wie Ritual steht hier halt nicht. Hier ist irgendein Belzebub. Hier sind die von den Cyber-Psychos. Glitter, das... Keine Ahnung. Irgendwas ist bei dem Ritual schiefgelaufen und zwar gewaltig. Blut und Gedärme, soweit das Kiroshi reicht. Muss was mit dem Upload des Gehirns ins Netz mit dem Balanceakt auf der Grenze zwischen Leben und Tod zu tun haben. Das Mädchen, das verlinkt war, hat es nicht verkraftet, ist durchgedreht und fing an, ihre Freunde zu fetzen. Ja, die haben ja alle irgendwie einen riesen Trip. Man muss einfach sagen, diese ganze Stadt ist ein einziger Trip. Wisst ihr was, meine Freunde? Oh.
Das war's. Oh, 20 Assassine. Nice. Alles mitnehmen. Kann man alles benutzen. Stimmt, alles irgendwie gebrauchen. Hm. Oh, das ist nur ein Arm. Ups. Ist echt schön, dass es hier keine Konsequenzen gibt, wenn man Sachen mitnimmt. Eine Schere. Okay. Wenn die Polizei dich anfährt, musst du das einfach verkraften. So, wir gehen noch ganz kurz an die Shopkiste hier. Kann man... Oh, schade. Ich dachte, da wäre was drin. Hm. Schade eigentlich. Schade, schade. Maschinenpistole, Kategorie 3, Power-Maschinenpistole. Mhm. Revolver. Ansonsten haben wir nur ganz viel Krimskrams. So. Die kann weg. Verkaufen. Qualität absteigen. Das heißt, hier müsste jetzt die Kategorie 3 sein, aber 3 plus. Moment. Also die kann auf jeden Fall weg. Das habe ich immer noch ausgerüstet. Smartware brauche ich nicht. Das ist das Ciao, das ist das andere Ciao. Ciao, ciao, ciao. So. Damit haben wir auch wieder 80.000. So schnell geht es tatsächlich. So schnell geht es. Alles Klärchen, Freunde. Ja, hup du mal.